Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. Heute geht es mal wieder um einen gelösten Fall. Und zwar geht es um den Fall von Jennifer Schlicht. Tattag war der 13. Mai 2005 und dargestellt wurde der Fall in der Aktenzeichen XY-Sendung vom 22. September 2005. Bevor ich zu dem Fall komme, möchte ich einmal kurz darauf hinweisen, dass ich auch in diesem Fall grundsätzlich zwei Quellen immer zur Rate gezogen habe. Einmal die damalige Aktenzeichen XY-Sendung und dann natürlich noch entsprechende Quellen im Internet. Und da hat es interessanterweise wieder mal große Diskrepanzen gegeben bezüglich des vorherigen Lebens von Jennifer Schlicht. Ich werde immer beide Versionen nennen und weise dann dementsprechend in meiner Darstellung auch darauf hin. Okay, dann legen wir los mit dem Fall. Die damals 35-jährige Jennifer Schlicht arbeitete laut der Darstellung bei Aktenzeichen XY beim Gesundheitsamt, träumte aber davon, sich als psychologische Lebensberaterin selbstständig zu machen. In einem Zeitungsartikel von Der Westen ist dann in der Beschreibung hinterlegt, dass sie in Bochum geboren wurde und erst 3 Jahre vor ihrem Tod nach Hattingen-Blankenstein gezogen ist. In ihrer Heimatstadt war sie zur Schule gegangen und fand dort eine Anstellung als Schreibkraft in der Stadtverwaltung. Und als sie dann nach Hattingen-Blankenstein gezogen ist, bot sie in ihrer Wohnung Lebensberatung mit Bachblütentherapie, Solaren, Schmetterlings- und Meeresessenzen an. Also ist schon mal ein kleiner Unterschied bezüglich der letzten Darstellung, was sie gemacht hat. Stand dies übrigens auch in anderen Zeitungen. Ich weiß jetzt nicht, welche Quelle da falsch lag, aber ich habe euch mal beides aufgeführt. Jennifer lebte alleine in einer kleinen Wohnung in Hattingen-Blankenstein. Ihre letzte Beziehung war erst vor kurzem in die Brüche gegangen. Sie war sehr beliebt und hatte einen großen Bekanntenkreis. Doch wenn sie alleine war, hing sie oft traurigen Gedanken nach. Sie war dann regelrecht melancholisch. Vor allen Dingen ihr unerfüllter Wunsch einer glücklichen Partnerschaft lastete schwer auf ihr. Immer wieder verfiel sie deswegen in depressive Phasen. Ein Wesenszug, den auch nur ihre engsten Freunde kannten. Am Mittwoch, den 11. Mai 2005, geht Jenny gegen 21.30 Uhr nochmal in einen Kiosk, in dem sie regelmäßig einkauft. In diesem Zusammenhang wird dann darüber berichtet, dass Jenny in ihrem Bekanntenkreis des Öfteren oder besser gesagt schon regelmäßig Gartenarbeiten erledigt, meist gegen Bezahlung. Denn nach der Darstellung bei Aktenzeichen Y arbeitet sie nur halbtags und deswegen herrscht bei ihr oft Geldmangel. Weiter in Bezug nehmend auf die Darstellung bei Aktenzeichen Y hat sie dann mit dem Kioskbesitzer einen Termin für Gartenarbeiten, genau gesagt für das Mähen des Rasens, für den folgenden Freitag, dem 13. Mai um 13.30 Uhr vereinbart. Im Kiosk trifft Jenny dann noch einen Mann, den sie bisher nur flüchtig gekannt hat. Wobei man wissen muss, dass Jenny eine große Anzahl an Männerbekanntschaften hatte, was auch die spätere Arbeit der Polizei sehr erschwerte. Am Donnerstag, also dem Folgetag, 12. Mai 2005, hatte Jenny sich nicht gut gefühlt und ließ sich krank schreiben. Am Freitag, dem 13. Mai 2005, also dem Tattag, ging es wieder besser und sie telefonierte gegen 10 Uhr mit ihrer besten Freundin. Sie sagte der Freundin am Telefon, dass sie jetzt nach Bochum muss, um die Krankmeldung abzugeben und dass sie danach jemandem versprochen hat, den Rasen zu mähen. Das dürfte dann also der Termin um 13.30 Uhr gewesen sein, den sie mit dem Kioskbesitzer vereinbart hat.
Aber diese Aussagen der Freundin gegenüber stellen die Polizei dann vor ein Rätsel. Sie fährt zwar nach Bochum, um ihre Krankmeldung abzugeben, aber zu ihrer verabredeten Gartenarbeit erschien sie jedoch nicht. Dies war sehr ungewöhnlich, zumal sie den Termin nicht absagte, da sie ansonsten sehr zuverlässig war und es eben absolut unüblich war, dass sie zu einem fest vereinbarten Termin nicht erschienen ist. Am Nachmittag des 13. Mai gegen 17 Uhr kommt es dann vor dem Haus, in dem Jenny wohnt, zu einer weiteren Begebenheit, die für die Polizei Fragen aufgeworfen hat. In der Darstellung Beaten Zengs Y sagte sie einer Nachbarin, mit der sie vor dem Haus auf einen Bus wartete, dass sie noch einmal nach Hattingen rein muss und steigt dann direkt danach in den ankommenden Bus. Dies war dann das letzte Mal, dass Jenny lebend gesehen wurde. Es war unbekannt, was sie genau in Hattingen vorhatte und ob sie sich eventuell mit jemandem treffen wollte. Dann 4 Tage später, Dienstag, der 17. Mai 2005. Jennys Freunde, Bekannte und ihre Eltern hatten seit mehreren Tagen nichts mehr von ihr gehört. Letztmalig am 13. Mai. Gegen 21.15 Uhr wollen dann 3 von ihnen bei ihr zu Hause nach dem Rechten sehen. Wenn ich die Darstellung bei Aktenzeichen Y richtig deute, waren auf jeden Fall bei ihrer Eltern mit dabei. Sie stellten dann fest, nachdem niemand auf das Klingeln geöffnet hat, dass eine Figur, die sie immer vor ihrer Wohnungstür oder neben ihrer Wohnungstür stehen hatte, der Kopf abgeschlagen war. Daraufhin gingen die 3 dann in den hinteren Bereich des Wohnhauses und stellten fest, dass dort die Balkontür offen ist. Sie kletterten dann so eine kleine Balustrade oder so eine kleine Mauer hoch und betreten dann über die geöffnete Balkontür die Wohnung von Jenny. Und man findet sie dann tot. In Aktenzeichen Y wird der vermutliche Tatablauf dann wie folgt dargestellt. Jenny war vermutlich nach ihrer Rückkehr aus Hattingen alleine zu Hause. Die Polizei geht davon aus, dass Jenny den Täter kannte, da aufgrund der Spurenlage ein Einbruch weitgehend ausgeschlossen werden konnte. Sie wurde vermutlich noch im Flur von hinten angegriffen. Und der Täter stach dann genau 30 Mal auf sie ein. Es muss sehr kaltblütig gewesen sein, denn neben seinem Opfer, welches er dann in die Badewanne verfrachtete, hat er sich dann die Hände gewaschen. Der Unbekannte nahm einige Dinge aus der Wohnung mit. Neben einer auffälligen Stofftasche, Jennys Handy und den Haustürschlüssel. Die Polizei ging von Anfang an von einer Beziehungstat aus. Nachdem man anscheinend schon den kompletten Bekanntenkreis oder den bekannt gewordenen Bekanntenkreis von Jenny überprüft und befragt hatte, fragte die Polizei bei der Aktenzeichen XY-Sendung, ob eventuelle Zeugen Jenny auf der Pfingstkirmes in Blankenstein alleine oder in Begleitung gesehen haben, denn man vermutete, dass sie eventuell dort den Täter kennengelernt haben könnte. So, das war erst einmal der Fall. 4 weitere Informationen oder weitere Informationen zu Jenny, zum Tatgeschehen, wurde weder bei Aktenzeichen XY noch irgendwo in den Medien dargestellt, die ich dann später noch zu Rate gezogen habe. Jetzt kommen wir aber zur Klärung des Falls. Ich denke mal, das ist auch wieder mal ganz interessant für euch. Trotz jahrelanger Ermittlungsarbeit gelang es den Ermittlern zunächst nicht, das Mordrätsel um Jenny schlicht zu lösen.
Am damaligen Tatort in der Wohnung von Jenny konnte dank aufwendiger kriminaltechnischer Untersuchungen dann aber eine DNA-Spur des Täters gesichert werden. In den Monaten nach der Tat wurden mehr als 500 Männer im Alter zwischen 16 und 70 Jahren zur Speichelabgabe gebeten, um diese mit der Täter-DNA abzugleichen und somit mögliche Verdächtige als Täter ausschließen zu können. Die erste DNA-Reihenuntersuchung verlief jedoch erfolglos. Im Februar 2007 galten alle Ermittlungsansätze als ausgeschöpft, sodass die Ermittlungen vorerst ergebnislos eingestellt wurden. Im Juli 2008 wurden die Ermittlungen wieder aufgenommen. Dabei wurden weitere 80 Männer aufgerufen, ihre Speichelprobe abzugeben. Durch neue Zeugenhinweise und intensive Ermittlungen konnte der Bekanntenkreis von Jennifer weitergehend analysiert werden. So ergaben sich Verdachtsmomente gegen weitere 80 Männer, deren Speichelproben jedoch eine Täterschaft im Mordfall von Jenny widerlegen konnten. Die zweite DNA-Reihenuntersuchung endete damit dann auch ergebnislos. Die Kripo Hagen äußerte dabei die Erkenntnis, dass der Bekanntenkreis von Jenny doch viel größer sei, als man anfangs angenommen habe. Und darüber hinaus hätte man vermutlich auch noch nicht den gesamten Bekanntenkreis der 35-jährigen Jenny aufgedeckt. Im Jahr 2009 und somit rund 4 Jahre nach der Tat tauchte die Täter-DNA wieder auf. Diesmal bei Einbrüchen in Fabriken in Hattingen und Bochum. Diese Tatsache bestärkte damals die Ermittler in ihrer Vermutung, dass es sich bei dem Täter im Fall von Jenny um einen regionalen und ortsansässigen Täter handeln müsse. Die Kripo sah sich damals in ihrer Theorie der Beziehungstat bestätigt. Aber der Täter blieb erst einmal weiter unbekannt und der Bezug zu Jenny war unklar. Zu diesem Zeitpunkt waren rund 600 Bekannte von Jenny ergebnislos überprüft worden. Am 8. September 2011 gelang es der Kripo schließlich, den Täter, und zwar den 38-jährigen Bochumer Markus S., nach langen und intensiven Ermittlungen in Zusammenhang mit den Fabrikeinbrüchen festzunehmen. Dadurch galt auch der Fall von Jenny schlicht als geklärt. Dies verkündete damals das Polizeipräsidium Hagen, einen Tag später auf einer Pressekonferenz. Der Täter gestand schon kurz nach seiner Festnahme, dass er die damals 35-jährige Jenny im Streit erstochen habe. Am 13. Mai 2005 habe er eigenen Angaben zufolge bei der 35-jährigen geklingelt und er soll angeblich mit ihr eine Affäre gehabt haben. Das sind so seine Angaben. In einem Streit sei er schließlich zu einer Kurzschlussreaktion von ihm gekommen, worauf er dann ununterbrochen auf sie eingestochen haben soll. Ein Bericht zum Prozess aus der Westen.de gibt dann Einblicke in die Widersprüche bei den Aussagen des Täters. Ein Geständnis mit Widersprüchen, das streckenweise auch konstruiert klingt. Dass der Metallbauer 2005 ein sexuelles Verhältnis mit der Getöteten gehabt haben will, stieß schon auf Zweifel. Niemand wusste damals davon und der Richter sprach noch ein anderes Problem an. Es gab einen sehr intensiv geführten Kalender von Jenny, aber da stand er nicht drin. Laut der Anklage hatte Markus S. das Opfer flüchtig gekannt. Am Pfingstwochenende 2005 soll es dann in der Wohnung von Jenny im Wohnzimmer zu einem Streit gekommen sein. Und plötzlich soll er ihr mit einem Messer in den Rücken gestochen haben. Als er die Verletzung sah, soll er sie voller Panik ins Bad gedrängt und dann direkt in die Wanne gedrängt haben. Aus Angst, sich wegen des Stichs verantworten zu müssen, soll er dann Jenny getötet haben.
Es wurden ja insgesamt 30 Messerstiche in ihrem Körper gezählt. In der Untersuchungshaft hatte er dann Folgendes behauptet. Und zwar hätte Jenny ihn zuerst mit einem Messer angegriffen. Und im Gerangel hätte er sich verletzt. Aber bei der Polizei hatte er dann schon eingeräumt, sie dann aus Angst vor Entdeckung getötet zu haben. Dann geht es so weiter in dem Artikel, dass er sagte, dass er heute keine Erinnerung mehr an die 30 Messerstiche habe. Er hat dann nur den Angriff auf sich selbst geschildert, sagte, dass seine Freundin gemeckert und gekeift hätte. Ich vermute mal, dass mit Freundin dann tatsächlich Jenny gemeint ist und er die ganze Schuld auf sie schieben will. Er sagte, die Tat selber hätte er nicht mitbekommen. Es war wie ein Karton um meinen Kopf. Am 20. April 2012 wurde er dann schließlich vom Schwurgericht Essen zu 13 Jahren und 3 Monaten Haft wegen Totschlags verurteilt. Heimtücke oder niedrige Beweggründe als Mordmerkmale ließen sich nach all den Jahren nicht mehr sicher feststellen. Und dann wird halt in so einem Fall dann eher auf Totschlag verurteilt. In einem Wort an die Eltern von Jenny betonte der vorsitzende Richter, dass die Kammer nach so langer Zeit viele Dinge nicht mehr sicher feststellen konnte. So sei weiterhin nicht klar, ob der Angeklagte eine heimliche Beziehung zu Jenny unterhielt. Dies sei zwar unwahrscheinlich, aber eben doch möglich. Um das mit den Beziehungen nochmal zu verdeutlichen. Also Jenny hatte damals so einen Kalender oder so ein Tagebuch oder wie auch immer. Dort waren jetzt eigentlich soweit alle Bekannten eingetragen und wann sie sich mit ihnen getroffen hat. Und der Täter fehlte dort drin eben komplett. Und das war natürlich schon recht merkwürdig. So, und wenn er natürlich jetzt dementsprechend dort in die Wohnung reingekommen ist und so wie es aussah, hat Jenny ihm ja wohl die Haustür geöffnet. Die Frage jetzt, was es mit der offenen Balkontür auf sich hatte, wo die vermutlich die Eltern und ein Freund oder Freundin eingestiegen sind, warum die offen war, das ist nur nie irgendwo erwähnt worden. Ob er jetzt dementsprechend die Wohnung dann wieder ganz normal über die Haustür verlassen hat oder ob er dann durch die Balkontür geflüchtet ist oder ob Jenny einfach dementsprechend diese Balkontür offen hatte, weil es vielleicht warm war. Es gibt ja auch schon durchaus sehr warme Tage im Mai. Das kann ich jetzt schlecht sagen, weil das ist nirgendwo erwähnt worden. Mich würde mal interessieren, was ihr von dem Fall haltet. Was denkt ihr? Wie ist der Ablauf gewesen? Ist er in die Wohnung gegangen? Hat sich dann gleich auf sie gestürzt mit dem Messer? Oder ist da vielleicht tatsächlich irgendwas vorgefallen? Dass vielleicht, ich möchte jetzt hier niemandem was unterstellen, dass es vielleicht einen Streit gab, der vielleicht auch von Jenny angefangen wurde. Und dass er daraufhin dann sie mit dem Messer attackiert hat. Weil bei Aktenzeichen Y sagte ja die Polizei, dass man vom Tatablauf her vermutet, dass er sie schon im Flur attackiert hat. Also direkt praktisch nachdem er reingekommen ist. Also sie muss ihm die Tür geöffnet haben. Hat ihn reingelassen, hat sich dann umgedreht, um vorzugehen und dort soll er sie direkt attackiert haben. Und hier heißt es dann, dass die Attacke dementsprechend im Wohnzimmer stattgefunden hat, was ja mit Sicherheit ein paar Meter und ein paar Schritte sind. Und wie lange kannten sie sich? Also merkwürdig ist schon, dass sie dementsprechend ihn nirgendwo aufgeführt hatte. Was natürlich in dem Fall sehr, sehr interessant ist, 600 Bekannte zu haben, so wie es da wohl fast aussah, auch 600 männliche Bekannte, ist natürlich schon recht viel. Also sie muss wirklich zu vielen Leuten Kontakt gesucht haben
um vielleicht irgendwie unter diesen ganzen Männern, wenn ich es mal so ausdrücken darf, das darf mich aber nicht wieder jemand falsch verstehen, vielleicht doch mal den Mann fürs Leben zu finden. Also nirgendwo in den Zeitungsartikel wird erwähnt, wo die beiden sich kennengelernt haben wollen. Aber ich vermute mal fast, dass die beiden sich auf dieser Pfingstkirmes kennengelernt haben. Und da ist ja die Jenny noch hingefahren oder vermutlich zur Pfingstkirmes. Und am Abend ist dann halt die Tat passiert. Vielleicht hatten sie sich für diesen Abend verabredet oder er erschien ganz überraschend vor der Tür, so dass es gar nicht vereinbart war. Vielleicht gab es deswegen eine kleine Auseinandersetzung und vielleicht war das auch der Grund, warum er noch nicht bei ihr im Bekanntenkreis hinterlegt war irgendwo. Das könnte ich mir vorstellen, dass die beiden sich da kennengelernt haben. Okay, aber genug von meiner Seite bezüglich den Spekulationen. Schreibt mir mal rein, was ihr denkt und vielleicht kommt ja irgendwann jemand aus der Nähe, aus Hattingen und hat dann ein paar weitere Infos zu dem Fall. Wäre super. Wenn ja, schreibt es mir bitte in die Kommentare und ansonsten, wenn ihr mir was mitteilen möchtet, was nicht jeder wissen soll, schreibt mir das einfach per E-Mail. Die E-Mail ist unter Kanalinfo hinterlegt, aber ich sag's euch gerne einmal. Das ist spicypedro3x9@yahoo.com. Okay, dann passt auf euch auf, bis zum nächsten Video und tschüss erstmal.